So, hallo. Nochmal zurück. Jetzt habt ihr mich ja so ein bisschen angefixt. Auf jeden Fall wollen wir da. Müssen wir nochmal ein paar Sachen erklären. Zu dem Asynchron. Weil, ja, so wie das jetzt hier steht, ist das toll. Aber wir wollen ja vielleicht mit dem Result noch gar nicht quasi in der nächsten Zeile arbeiten. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel hier wir haben, ich glaube, wir mal größer machen. Wir haben hier noch Rechen intensiven intensiven Code. Das machen wir mit 3D System Reading Read Sleep. Einfach mal mit 3 Sekunden. Oh, 4 Sekunden. So. Das bedeutet, dass wir hier quasi schlafen gehen. Und wir machen uns jetzt mal oben noch Folgendes. Wow. Stopwatch gleich New Stopwatch. Dann machen wir Stopwatch Start. Und hier unten machen wir Stopwatch Punkt Stop. Und dann geben wir das einfach mal in der Konsole aus. Brightline benötigte Sekunden. Dicke Finger. Stopwatch. Elapsed. Total Seconds. So. Das Elapsed gibt einen Timespan zurück und dann können wir uns die totalen Sekunden aus dem Timespan holen. So. Ja, wir sind hier in einem Task. Wir probieren es einfach mal aus. ...5,75 Sekunden. Jetzt machen wir mal System Reading Sleep weg. Und führen es doch mal aus. 1,75 Sekunden. Das heißt, dass wir hier den Treat schlafen können. So. Jetzt will ich aber vielleicht auch noch ausgeben, wie viel Verzeichnisse ich habe. Also Verzeichnisse und Dateien gescannt. Dann gehen wir hier mit result.count rein. So. Und das machen wir jetzt nochmal ohne den Thread. Und das machen wir jetzt nochmal mit dem Sleep. Also wir haben jetzt 1,75 Sekunden oder sowas gebraucht. Und jetzt seht ihr, braucht schon deutlich länger. Und jetzt haben wir wieder 5,7 Sekunden gebraucht. Jetzt möchte ich es aber gerne parallel haben. Und wir machen das jetzt mal, dass er 2 Sekunden braucht. Und führen das nochmal aus. Wir müssen jetzt trotzdem 2 Sekunden oder so rauskommen. Okay, 3,7 Sekunden, weil er hat ja einmal hier oben gearbeitet. 1,7 Sekunden, hier 2 Sekunden gewartet. Okay, jetzt brauche ich das aber gar nicht. Also das heißt, ich möchte das Result brauche ich hier nicht, weil ich ja hier noch einen 2-sekündigen rechenintensiven Schritt habe. Und dann kann ich dieses Await hier einfach mal löschen. Weil Await bedeutet ja, ich erwarte das da und lasse das Result stehen. Und geht dann hier runter und schreibt das einfach dahin, wo ich es brauche, nämlich unter Await. Also wo ich das Ergebnis auch ausgebe. Jetzt muss ich, da jetzt gehe ich, ist das aber so, dass wir das nochmal kapseln müssen, weil das nämlich immer noch keine Liste ist. Das heißt hier, wir kriegen hier nur ein Configure Task Available irgendwas zurück. Aber mit dem Await zusammen kriegen wir eine diese List of T, also dieses
dieses File-Object, was wir da generiert haben, zurück. Deswegen machen wir das hier nochmal in Klammern und jetzt probieren wir das nochmal aus. So, jetzt brauchen wir wirklich nur noch 2 Sekunden eigentlich und dann nochmal, ja, 5 Millisekunden drauf oder 58 Millisekunden. Das ist aber so in Ordnung. Das bedeutet, ihr könnt so dieses Scan Directory Async machen und könnt hier noch was Rechenintensives machen und das wird einfach parallel nochmal dazu ausgeführt. Das bedeutet, ihr könnt mehrere Scans von dem Ding schaffen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel so machen. War T2 nennen wir es einfach mal gleich. New File Scanner. Ups. Und dann machen wir das gleiche nochmal und schreiben rein, was weiß ich. C Doppelpunkt. Ich weiß, dass es ein Temp gibt. Ne, das ist mir zu klein. C Windows. So. Und sagen war Result 2 gleich T2.scanAsync. Na, wir können hier auch nochmal ein configure.await false reinmachen. Wenn ihr configure.await false, wenn ihr das auf true setzt, dann dauert es ein klein bisschen länger. Und wir nehmen das mal hier raus. Und dann machen wir das wirklich nochmal hier. Und wir schreiben hier vorne einfach mal Windows Verzeichnis und Dateien gescannt. Und nennen das hier Result 2. So. Und jetzt passiert Folgendes, dass der erste File-Scanner scannt quasi das Directory asynchron. Der zweite File-Scanner scannt gleichzeitig das Windows-Fenster, also das Windows-Verzeichnis. Und dann kriegen wir das zurück. Aber ausgewertet wird der erste Task hier in der Zeile und ausgewertet wird der zweite Task erst in der Zeile. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wer schneller ist, aber es könnte sein, dass der erste schneller ist als der zweite, hoffe ich mal. Und dann sehen wir, dass die Zeilen so nach und nach untereinander aufpoppen. So, jetzt haben wir das, dass die Stopwatch sehr schnell fertig war, weil das Programm schon weitergelaufen ist in den Zeilen. So, und wir sehen, dass das immer noch läuft im Windows. Aber wir sind jetzt parallel. Quasi. Die Frage wäre jetzt, könnten wir es hinbekommen, diese Parallelität auch in unsere Library reinzukriegen? Das heißt, dass der nicht mehr anfängt, weil wir haben ja überall Await-Operatoren drin, wir brauchen die ja auch, weil hier in AddRange wird halt ein Enumerable erwartet. Oder das eine Liste ist auch eine Enumerable. Und deswegen müssen wir hier mit einem Await-Word arbeiten. Genauso hier oben. Im Result erwarten wir eine Range. So, könnten wir es hinkriegen, dass wir dieses so umprogrammieren, dass das quasi alles parallel durchläuft? Jetzt auf den ersten Blick würde ich erstmal sagen, nö. Kriegen wir so direkt nicht hin. Also nicht mit dem Konstrukt, wie wir es hier aufgebaut haben. Ist jetzt so mein erster Gedanke, sag ich mal. Für mich primär beim asynchronen Programmieren war immer das UI darf nicht hängen. Das heißt, wenn einer einen Button klickt und noch einen anderen Button klickt, dann sollten die schon parallel laufen. Und das machen sie ja auch. Das heißt, wenn ihr einen Scan ausführt und nochmal irgendwo mit einem anderen Button einen Scan ausführt, dann laufen diese Scans parallel. Auch wenn ihr mit Awaitern arbeitet. Das funktioniert trotzdem. Ja. Das nochmal ganz kurz zu Await. Bei Await tut er quasi hier warten. Das heißt, er ruft Scan Directory Async auf, setzt seinen Cursor hier auf Await, ruft diese Funktion auf. Und diese Funktion läuft jetzt quasi immer durch und wartet dann auch jedes Mal an dieser Position. Und das für jedes Verzeichnis, was es dann findet. So, soweit. Und wichtig ist es ja,
dass wir hier eine parallelen Scan gehabt haben. So, Stopwatch stoppt. Zusammen macht dann erst Sinn, wenn wir hier hinten fertig sind. So, jetzt haben wir das erste Verzeichnis. Das zweite Verzeichnis, wichtig ist halt, das UI arbeitet immer noch. Und selbst zwischen den einzelnen beiden Konsole Writeline könnten wir nochmal Code packen. So, er hat 15,5 Sekunden, 15,6 Sekunden gebraucht. So viel erstmal noch dazu.